Ahoi, ihr Landratten! Willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir sind wieder im Team Fleischwurst hier unterwegs. Staffelteam Fleischwurst. Und versuchen B und C jetzt für uns zu gewinnen. So der Plan. Mal gucken, was draus wird. Ich bin gestern mit dem Schlachtschiff hier rumgefahren, mit dem Achter natürlich auch im Zehner-Match und bei C kannst du dich relativ gut verstecken, ne? Ja. Ja, weil da ja diese vier kleinen Popelsinseln sind. Also mit dem Kreuzer oder mit dem Zerstörer geht das da echt super. Hier die Map Ich haben sie glaube. ja auch für die Clan-Gefechte haben sie auch gehabt, ne? Für die was? Für die Clan Wars. Für die Clan Wars haben sie die auch gehabt, aber dann halt nicht mit 3 Punkten zum Einnehmen, sondern ich glaube mit 2 halt, ne? Weil du musst ja dann den gegnerischen Cap einnehmen. Nee, stimmt gar nicht. Es waren 2 Caps, die jeweils schon von dem Team erobert waren. Und ein Cap musste noch, das war zur freien Eroberung dann. So war es. Also 3 Cap-Punkte waren. Sag mal, wo will die Edinburgh hin? Ja, jetzt dreht die Missouri auch noch ab. Die Rede war von B und C und jetzt fahren sie nach A. Echt super. Mit solchen Köppen sollst du dann planen. Oh, ich habe ein Flugzeug abgeschossen. Das ist wahrscheinlich wieder der Grund, warum du oben stehst. Naja, ja, das war das Flugzeug dann. Aber sowas von. Oder das jetzt. Das stimmt ja. Sind ja Flugzeugträger da. Ich bin entdeckt. Hier kommt Torps links und rechts an mir vorbei. Da kommt Torbombe auf uns zu. Da auf dich. Mich haben sie, bei mir Ja, haben du sie bist Angst. ja weit genug von mir weg, du kannst mir ja helfen. Nein. Ich konnte ja nicht wissen, dass du wieder so einen Umweg fährst, um mich abnippeln zu lassen. Ich bleib hier bei der Atlanta. Damit die Atlanta sich bei dir verstecken kann. Nee, die Atlanta, die haut hier ein bisschen mehr raus, denke ich. Die Edinburgh fährt jetzt tatsächlich von C nach A rüber, ne? Der ist schon 3 Minuten da und hat noch nicht geschossen. Entdeckt. Da schießt eine Mogami auf mich, obwohl ich weder entdeckt noch zurückschießen kann, weil er direkt an einem Berg steht. Kleiner Pimmel. Hatte ich auch noch nicht. Zitadelle auf einer Fleischwurst. Obwohl ich halb über um die Ecke geschossen habe. 6-6 auf die Z23. Fällt mir die Atlanta davor. Ja, klasse. Da habe ich eingelenkt und bremse und was macht der? Lenkt ein und rammt mich. Ah, der war nur nach links am Gucken und am Ballern. So, da muss noch eine Fidschi sein. Jawohl, ich bin nämlich immer noch entdeckt und es Ich zählt immer noch auch. einer. Das ist eine Mogami. $950 mit 3 Treffern auf einem Mogami. Ach, du hast wenigstens. Ich habe nur einen Abpraller auf einem Mogami. Abprall auf einem Mogami. Du hast wahrscheinlich den Platz getroffen, wo die Rettungswesten hängen. Wahrscheinlich. Hoffentlich hat wenigstens die Rettungsweste die Luft verloren. Die haben keine Luft, die haben Schaumstoffgedrisse drin gehabt. Oder auch zu Kork. Irgendwie so was Komisches hatten die. Also hätte die Atlanta mich vorhin nicht gerammt, wäre ich eine Sekunde schneller gewesen und dann hätte unsere Fletcher mich versenkt. Siehst du, der sagt auch schon, das war klasse.
und Torps von der Mogami, oder? Ja. Ich habe wieder einen Abbrecher und einen Durchschlag. Ich habe einen Abpraller auf dem Stand. Weil immer wenn der sichtbar wird oder was, dreht der direkt weg. Ist ja auch logisch, würde ich auch so machen. Aber... So, und dann gehen wir jetzt mal gucken, fahren wir mal rüber Richtung B. Ja? Und versuchen da zu verteidigen, dass die nicht durchbrechen. Ja, weil ich weiß auch nicht, was unsere Bismarck da unten macht. Die ist nämlich nur am Abhauen. Weißt du, die Bismarck, die jetzt rüberfährt nach C. Außenrum oder hier mittendurch? Ne, wir fahren außenrum, aber... Irgendwas schießt auf mich. Jetzt wird die Mogami frech. Ja. Da steht eine Alsace. Guck mal, ob ich ein paar nette Grüße schicken kann. Tja. Nur zwei getroffen, der Rest ist Backbord, Steuerbord ins Wasser. Boah, mich hat jetzt richtig was hier getroffen von da drüben. Das war die Alsace. Ja, die fährt auch rückwärts. Der Herbert Steinmetz aus Aachen. Steht da. Hallo, Herr Steinmetz. Oh, hier kommen Bomber. Ich habe ganz vergessen, ich bin ja in der Fleischwurst. Trotzdem hat der Torps rausgekriegt. Ja, einkriege ich. Mein Ruder hat er putt gemacht. Ich habe nur ein Flugzeug erwischt. Was soll denn der Mist? Oh, zwei. Ein Monitor angespuckt. Na toll. Oh, da oben ist der Flugzeugträger. Also noch außerhalb meiner Reichweite. Ja, bei mir auch noch, aber nicht mehr lang. Hier. Es sei denn, ich knutsche jetzt hier die Insel. Immer diese aggressiven Inselfische. Dann wieder ein Abpraller auf die Alsace. So, und ich nehme mal an, unsere Zerstörer wollen jetzt unbedingt den Flugzeugträger, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich denen hier schon mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Oh, ich wollte gerade auf die Mogami schießen. Hood und Edinburgh, die ja rübergefahren sind nach A, ne, sind tot. Ja, super. Du hast ihn getroffen? Ja, 7800 oder sowas. Ja, meine sind vorbei. Die Bismarck versteckt sich in C. Mach's hey, ich habe einen Abpraller auf dem Flugzeugträger. Was hältst du denn davon? 5-9. Ach, jetzt müssen wir gucken. B, guck mal. Ja, ich bin schon am Runterlenken. So lange auf den Kack-Flugzeugträger jetzt konzentriert. 1900 am Flugzeugträger. Ich bin hier am Fressen. Mir fehlt Gene King George und die Alsace sind hier angesprochen. Da kommen nochmal 16 Mumpeln auf die Alsace. Sechs Abpraller auf die Alsace. Und mir macht eher die Fidschi Sorgen. Moment. Ja.
Scheiße, nur 7-6 auf die Fidschi. Ich lasse noch ein bisschen rankommen. Elf sind durchgegangen. Ey, da steht, elf sind durchgegangen. Und ich fahre jetzt in die scheiß Torps rein. Elf Stück. Verdammte Scheiße. Sieben Treffer, eine Zitadelle, zwei Abbrecher, 18 durch und 14 Abpraller. Ich hatte sogar einen Abpraller auf dem Flugzeugträger, verdammte Kacke. Ach schön, dass unsere Bismarck mittlerweile auch hier ist. So, jetzt bin ich mich hier mit der Mogami am Abkämpfen. Um die hat sich ja keiner mehr gekümmert. Den Flugzeugträger haben sie alle in Ruhe gelassen. Erst waren sie da alle scharf drauf und jetzt wollt keiner mehr, oder was? Ah, krieg ich ein Hals. Du hast ja ein neues Patch. Auch noch? Ja, ja, du hast ja hier ein Krokodil mit einer Bombe. Ach so, das, ja, ja. So, geht doch. 13.000. Ja, echt super. Ich habe aus der Hälfte der Entfernung sieben, die durchgegangen sind. Und du bist ja auch nicht ich. Du hast wieder beschissen. Wie viele Flugzeuge? 5. 20. Ich war doch da in diesem Secondary-Clinchel, ne? Mein Secondary hat ganze 12 Mal getroffen. Ich nehme mal an, dem Rest ist vorher der Diesel ausgegangen. Ich denke mal, dass der gegnerische Flugzeugträger jetzt nicht mehr wirklich viel Flugzeuge hatte. Nö. Was macht unsere Fletcher da? Die steht jetzt da im Nebel und ist am Torpen auf. Wer weiß, wie viel Kilometer. Der ist alleine da. Ich würde ranfliegen. Oh, ranfahren, nicht fliegen. Vielleicht hat er Angst vor der mächtigen Secondary. Das kann sein, hätte ich auch. Alles schon gesehen, ne? So, der hat die Torps natürlich daneben gesetzt. Hätte ich auch so gemacht. Haha, auf die Entfernung. Jetzt kämpft die Bismarck da hinten noch zu Ende. Oh, wieder super Runde. Ne, so toll war sie nicht. Unser Flugzeugträger 4 Kills oben. Die Atlanta 2. Dann komme ich, die Bismarck. Ich schätze mal, die ist jetzt nur so weit hochgekommen, weil sie gekappt hat. Ja. Und dann kommt die Fletcher, dann du. Ja, die Fletcher hat jetzt nur Schwein gehabt, dass sie den Flugzeugträger noch rausgenommen hat. Ja. Naja, und die Lion von den Gegnern vorletzter, super. Und die hat überlebt, ist halt schlimmer. Ja, ja, aber die andere Fleischwurst von den Gegnern ist 2., ne? Mhm. So, 319.000 darf ich behalten. Ist ja gar nicht mal so schlecht, das Ergebnis. Ausführlicher Bericht. Mal gucken, lässt er mich rein? Nee, will nicht. Dann nochmal. So, jetzt geht's. Ja, toll. Nö, hält sich eigentlich in Grenzen. So viel war das nicht, was ich gemacht habe. Aber
Flugzeuge durfte ich 20 Stück abschießen, das war schon mal gut. Und die Zitadelle, die ich auf die Mogami hatte, war doch eine Mogami, ne? Ja, Mogami, die hat dann nochmal so ein bisschen rausgerissen. Also gut, dass da nochmal die knapp 14.000 Punkte kamen. 13.900 paar Quetsch, glaube ich. Naja, dann den Eigelmarathon Teil 19 habe ich abgeschlossen, das ist gut. Dann fehlen mir noch drei Teile. Dann müsste ich es langsam vielleicht auch nochmal hinkriegen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.